Wie eine Erhebung oder so. Oh, Licht ist aus. Ah, warum ist mein Licht aus? So. Jetzt sagt man bitte nicht... Ich glaube, das ist der Runtergang. Ja, das ist der Runtergang. Okay, Osten. Hier lang. Shift. Oh, Tonk. Also Shift scheint zu funktionieren. Aber ich habe den Verdacht, dass es irgendwie die Zeit komisch verändert. Weswegen auch das Licht ausgegangen ist. Also schneller ausgegangen, als es wahrscheinlich normalerweise wäre. Nö, hier geht's auch nicht weiter. Karte. Nee, hier ist nichts. Hier ist absolut keine Möglichkeit, in den restlichen Bereich zu gehen. Vielleicht ist das so geplant. Vielleicht soll man diesen Gang hier gar nicht runtergehen, außer um vielleicht ein paar Erfahrungspunkte zu machen, ein bisschen was zu erforschen und Edelsteine zu finden. Na gut, also müssen wir hoch. Und müssen dann hier doch letzten Endes da lang gehen. Was war das für ein blaues Feld? Achso, das war die Latrine. Ja. Nordwesten und Weg folgen. Nordwesten. Das sieht nicht wie ein Weg aus. Ach, hier ist doch keine Verbindung. Da. Das gucken wir nochmal genauer an. Wand. Nix, 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 nix. Hops. Nix, 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 nix. Nö, gibt keine Abkürzung. Also gut, dann links an der Wand lang, bis wir zu der Stelle kommen. Hier rum. Karte. Okay, jetzt folgen wir der rechten Wand. Beim NPC vorbei, rechts rum, da, 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 da. Und dann hier hinten zu der Tür. Also, rechts an der Wand lang. NPC müsste gleich auftauchen. Ist ja Magier, genau du. Darum, darum, darum. Sackgasse? Sackgasse. Das waren die komischen Gänge, wo ich mich gewundert hatte, weil die so ein anderes Design haben. Und hier. Hier bin ich umgedreht. Weil ich eigentlich zurück wollte, was ich immer noch will. Aber nicht mehr kann. Oh, Secret Door. Klick. Ah. Ist das jetzt eine Abkürzung um die Tür rum, oder? Oh. Sieht fast so aus. Guck mal. Da wäre eine Tür. Hier wäre eine andere Möglichkeit, die Wachen zu umgehen, denke ich mal. Also wir würden normalerweise hier in den Wachraum reinkommen. Ja. Aber den umgeben wir halt dadurch, dass wir jetzt den Secret-Raum gefunden haben und den Secret-Weg. Gut. Weiter nach Osten, also Nordosten. Zum Magier. Und den Gefängnissen, wo wir den einen Bruder befreien sollen. Der dann wahrscheinlich auch der Magier ist, der hier runtergeschickt wurde. Oder der Magier, mit dem wir gerade gesprochen haben, der NPC, ist der Magier, der runtergeschickt wurde und nicht wieder aufgetaucht ist. So oder so, wenn wir den Bruder finden, werden wir zwei Queste lösen. Hier ist schon mal eine... Oh, Ratte. Nicht, dass es wirklich eine Gefahr ist, aber die weißen Viecher können vergiften. Und gibt alles Erfahrungspunkte. So. Ank. Klick. Was mich aber darauf schließen lässt, dass gleich ein Bosskampf kommt. Denn allgemein sind Spiele hier gerne so ausgelegt, dass sie kurz vor einer schwierigen Stelle einem entweder die Möglichkeit geben zu speichern, einen mit Munition überhäufen oder anderen Sachen, die halt supporten, also Tränke und dergleichen.
Oder halt sowas wie hier, dass man aufstufen kann. Das sind ganz schön viele eingestürzte Gänge. Die Wand hier sieht psychedelisch aus. Die krümmt sich, wenn man näher kommt. Hilfe! Okay, keine Pilze mehr essen. Wieder zu... Ah, es könnte die Maze sein. Ich dachte, wir hätten die Maze schon gehabt. Na gut. Wir haben eine Karte, ist alles gut. Solange die Wände sich nicht verändern. Rough Hoon Wall, nö. Na gut, Karte. Die... Da. Wenn überhaupt. Denn Richtung Norden wird es nicht weitergehen. Also halten wir uns links. Gucken uns schön immer die Sackgassen an. Und andere Stellen, die sich prädestinieren würden als Geheimgang. Vielleicht müssen wir auch so einen Eingang freilegen. Also entweder mit einer Spitzhacke oder mit irgendeiner Art Bombe. Hier ist die psychedelische Ecke. Bist du was Besonderes? Marble Floor. Nö, hier geht's nicht weiter. Hier ist wieder der Hang. Ne, hier ist keine Verbindung nach unten. Okay, dann prüfen wir halt oben. Und wenn es da auch nichts gibt, dann müssen wir zu der Stelle gehen, wo die Lava war. Und wo ich dachte, dass man hinter dem Guardhaus langspringen könnte irgendwie. Oder sonst machen wir die Tür einfach auf und bringen alle Goblins um. Vielleicht finden wir da was. Caved in Wall, ja. Nix. Oh. Ein Sack. Oh. Das war wohl dein Sack, hm? Wir haben keine Mana. Und ich glaube, keine Möglichkeit, ihm vorbeizugehen. Na gut, das kriegen wir hin. Wir sind gut ausgerüstet, wir sind der Avatar. Wir haben das Schwert, wir haben das Schild. Und der ist immer noch nicht gelb. Ah, jetzt. Komm. Ja, rot, sehr schön. Jetzt noch ein Level-Up und dann gleich zum Angriff. Das hätte was. Komm, nicht fliehen. Nicht fliehen. So. Ein Goldnugget. Oh, eine Hähnchenkeule. Die wird doch gleich verputzt. Das allmächtige Schild wird auf den Boden geschmissen, damit eine Hähnchenkeule essen kann. So. Noch irgendwas? Nein. So. Da war nur ein Tiara drin. Ja, eine perfekte Krone, aber ich will gar keine perfekte Krone. Wird sie zwar schön in der Schatzkammer machen, aber ich denke, die wird zu schwer. Ja, sie ist nicht zu schwer. Okay. Hier vielleicht irgendwo noch Secret Wall? Nein. Okay. Das heißt, wir haben nur noch hier einen Ticken nach Osten und dann nach Norden gucken. Ticken nach Osten und nach Norden gucken. Aha. Es geht weiter runter. Runter. Also müssen wir jetzt hier runter, um dann wieder nach oben zu kommen, um wieder hierher zu kommen. Gucken wir mal. Wir sind definitiv woanders, als wir vorher waren. Als wir diese Etage waren. Puff. Oh, warte. Puff. Ne, die hat nicht wirklich Puff gemacht, aber ja. Ein Orb Rock. Oh, den brauchen wir. Den brauchen wir. Und der ist zu schwer. Ich lasse den Stock mal hier und der wiegt nichts. Das ist nicht gut. Incense lasse ich hier. Ja, lasse ich hier. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Ja.
So, den brauchen wir nämlich, um diesen Anti-Magie-Orb zu zerstören. Was ja doch recht praktisch wäre. Und davon brauchen wir, glaube ich, nur einen. Also der Magier meinte, wir sollen einen Gegenstand holen von dem Material, aus dem der Orb ist. Oh, Auge. Komm her. Du warst mal gefährlich. In Ebene 3, als wir noch gegen Goblins und dergleichen gekämpft haben. Jetzt dürftest du nicht mehr wirklich so schwer sein, außer du bist nicht so einer wie da oben, sondern ein richtig großer. Aber dann hättest du wahrscheinlich eine andere Farbe. Hm? Also wirklich Schaden haben wir noch nicht gemacht. Ah doch, jetzt. Gelb, sehr schön. Komm, 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 komm. Immer noch gelb. Ihr zaubert auch nicht wirklich viel. Vielleicht weil wir im Nahkampf sind, das schon mal sehr gut. Rot. Und kaputt. Kaputt. Pulli. Mehr Gold. Viel mehr Gold. Brauchen wir alles nicht. Ein Schwert, das wird nicht interessant sein. Exzellentes Langschwert und mit kaputter Rüstung. Nö, brauchen wir alles nicht. Gold, 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 Gold. Auch Fragmente. Oh. Ein Troll. Aber hier scheint es schon mal weiterzugehen. Das ist gut. Eventuell hört es trotzdem bald auf, aber dann hätten wir schon mal ein Orbfragment. Und damit können wir versuchen, eine Etage weiter oben den Orb zu zerstören, der die Magie absaugt, wenn wir denn da rankommen. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, dass im nordwestlichen Bereich, wo wir momentan eingesperrt sind, irgendwo ein Orb stand. Aber könnte man nochmal nachgucken. Alternativ könnte man einfach den Orbfragmentstein da zu dem NPC bringen. Also dem Magier, der uns überhaupt davon erzählt hat. Vielleicht kann der ja damit was anfangen. Also uns zum Orb teleportieren oder sowas in die Richtung. Oh, da geht's wieder hoch. Sehr schön. Hoch? Da geht's dann auch hoch. Was haben wir hier? Komische Lava, alte Lava. Da geht's runter. Guck mal ganz kurz, was da unten ist. Außer einer Spinne. Nicht, dass wir jetzt hochgehen und dann irgendwann später hierher kommen, nur um ein kleines Fitzelchen aufzudecken. Das wäre ja nicht so schön. Da liegt ganz viel Gold und Zeug. Du bist ein Baum. Also ja, ein Treant oder Treant. Aber ja, du bist ein Baum. Du stehst ganz nah an der Lava. Aber du weißt schon, was du machst. Komm, 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 komm. Die sind richtig garstig. Die können Gewitterblitzzauber normalerweise. Dafür können sie sich nicht bewegen. Also ich könnte mich gleich zurückziehen. Komm, 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 komm. Also zaubern tut er nicht. Geh mal weg. Das ist ja ganz schön garstig. Der ist schlimmer als ein Troll. Und als ein Steinlimiter. Licht aus, schlafen. Okay. Ruhen. Alle weg. I. Blitz. Schild. Alle weg. I. B. M. Drehen. Licht an, wieder runter. So, und der hat sich bewegt. Der doofe Baum hat sich bewegt. Und ich kann dich in die Lava treiben. Kriegst du da auch Schaden? Na, jetzt nicht mehr. Wow, wir kriegen immer noch ganz schön einen auf den Deckel. Ich glaube, bei dem sollte ich mal einen Feuerball ausprobieren. Auch wenn das nicht so richtig Sinn macht. Also ja, es ist ein Baum, aber er steht schon umgeben von... Ah, er ist gelb. Aber er steht schon umgeben von Lava, also denke ich nicht, dass Feuer das Mittel der Wahl ist. Zwischendurch mal heilen.
Und ja, wenn wir Level Up haben und neue Mantra sprechen können, definitiv Mana. Davon haben wir immer zu wenig. Rot und komm schon, stirb. Oh, 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 oh. Wir können noch einmal heilen. Und jetzt gib ihm. Ja, sehr schön. Was hast du dabei gehabt, außer noch mehr Gold? Nichts. Na gut. Allein die Herausforderung war das schon schön. Ein Silberring. Nö. Weg. Ja, hier unten. Oh. Das ist noch ein Steingolem. Unser Schild hält noch. Ja. Dich nehmen wir noch mit. Gucken, ob du irgendwas Besonderes dabei hast. Außer noch mehr Gold da hinten. Und dann nehmen wir den anderen Ausgang nach oben. Und hoffen, dass wir an der Stelle rauskommen, wo wir dann zurück können in den eigentlichen Hauptbereich von der über uns liegenden Ebene. Weil ich will ja gar nicht weiter. Ich will ja eigentlich zurück. Ich will zu... Oh. Ich will zurück zu meiner Rumpelkammer, die ganzen Edelsteine abladen. Ich will zurück in den Südosten, um das Amulettteil zu finden. Also nee, das Amulett, das man benutzen kann, um an den Wachen vorbeizukommen. Nicht das Amulett, das wir die ganze Zeit suchen. Alle 7 Amulettteile. Hm, ja, das würde ich gerne machen, bevor ich überhaupt irgendwo anders weiterlaufe. Oh, nicht runterfallen, nicht im... Da. So, 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 so. Nochmal Schwert weg, damit die Musik sich beruhigt. So, hoch. Okay, wir sind da, wo jetzt bestimmt das Gefängnis ist. Das heißt, wir machen Licht aus und schlafen und hoffen, dass uns nichts aufweckt. Sehr gut. Mana haben wir keine, aber das ist okay. So, durchatmen. Jetzt wird erstmal gespeichert, dann gucken wir uns zwangsweise hier um. Den Golem unter uns können wir halt ignorieren. Der ist nicht so wirklich wichtig, denke ich. Oh ja, also speichern und wir sehen uns dann gleich wieder und gucken, was hier so genau ist. Bis gleich.